herzlich willkommen zum neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch, denn wie man unschwer erkennen kann, sind wir nicht bei uns da im Schwarzwald, sondern wir sind im schönen Bayern, genauer gesagt in Nittenau. Der ein oder andere wird hier vielleicht schon mal gewesen sein, aber kennt es. Wir sind bei der Firma Rein und Eichinger. Die Firma Rein und Eichinger ist der Vertrieb von BMF Brückewerke und anderer Forstmaschine. Und wir haben ja ein BMF-Brückewerke und deswegen haben sie uns und andere Partner jetzt heute sich eingeladen zum Kennenlernen. Es wird bestimmt ein sehr interessanter Tag. Ich habe den Plan schon grob bekommen, was uns heute alles erwartet wird. Also ich kann schon mal so viel sagen, wir kriegen eine Werksführung oder eine Firmenvorstellung heute, eine Firmenführung. Und später haben wir im Wald auch die Möglichkeit, alle Maschinen aus ihrem Produktkatalog auszuprobieren. Und da nehmen wir euch jetzt heute mit. Ich wünsche euch viel Spaß und genau, ich würde sagen, los geht's. Wir haben jetzt gerade eine kleine Präsentation von der Firma bekommen, zur Firmengeschichte, ein bisschen Hintergründe, seit 2001, was sie da sich hier aufgebaut haben. Jetzt als nächstes kriegen wir einen kleinen Rundgang. Sie führen uns innen drin durch unter anderem das Testcenter. Dann nehmen wir euch jetzt mal mit, zeige euch ein paar Eindrücke, dann laufen wir noch hier außen rum. Und danach kommt das Interessanteste für euch und für mich auch. Wir gehen nämlich da hinten in den Wald. Da sind die ganze Maschine aufgebaut und wir dürfen sie auch selber mal testen. Da freue ich mich dann am meisten drauf. Als Aufstellung mit gebrauchten Werkzeugmaschinen, Brennholzmaschinen, Holzspalter, Kreissägen und so weiter. Und haben wir dann 2017 komplett zum Testcenter umgebaut. Das ist jetzt schon Testcenter Generation 2. Wir haben also letztes Jahr im Sommer alle Modelle rausgenommen und das neu gebaut und haben es natürlich dadurch auch wieder verbessert. Hier vorne haben wir die Antonini-Maschinen, das ist ein kleiner Auszug. Antonini ist ja seit mittlerweile 35 Jahren schon Hersteller für Raupenfahrwerke in allen Größen. Ein Kernprodukt ist unter anderem der Raupenstapler, also Gabelstapler mit Raupenketten, wo ich in schwierigen Gelände einsetze. Ich habe sehr viele Werke eingesetzt im Energiewaldbereich, Kurz- und Blitzplantagen, wo man einfach schnell und effektiv abschneiden kann. Auch die Straßenbegleitgrün, wenn ich an der Straße entlang was abschneiden muss. Das Messer, Artbox 500, ich kann den Dreck beischneiden, ich kann den Steine beischneiden, das tut dem Messer fast nichts. Es ist ein wahnsinnig robuster Greif aus Artbox 400 gefertigt. Da, wenn auch nur ein ungeübter oder ein Radiator da vorne draus ist, problemlos. Ja. Einfach abkuppeln. Passt schon ein bisschen der Kopf an. Wir machen es jetzt mit Schlagschrauber, weil wir natürlich in der Ratsche hinaufkommen. Zack, und schon ist die Zange abgebaut und dann auf normalen Reifen wechseln. Ihr seid natürlich besser die Grandfahrer, weil ihr verdient das Geld mit Grandfahrer, ihr verdient es mit Verkaufer und dann geht es auch einmal in die Böse. Wir
Schüler, jetzt einfach habe ich Glück bei dir, ich meine, ich konnte nicht so gut hier. Euch wieder anstecken. In der Praxis, das war jetzt ein Spaß, wenn wir da draufsetzen, dann setzt man da einfach ein bisschen Rabiata drauf, dann findet ihr schon rein. Bloß wir im Testcenter, wir wollen natürlich, was der Lack schön bleibt. Was draußen in der Praxis nicht mehr interessiert, da wird einfach draufgeknallt oder wenn ich hin und her packe, dann schon wieder drin. Ja. Aber ihr seht, wie schnell und problemlos und ohne, dass ich große Ölsauerei habe, ich wechseln kann von Zange auf Vollgeist. Wir bilden das jetzt im Laufe des Jahres und nächsten Jahr, wir bringen eine komplett neue Software in der Firma und binden das dann auch in die Software mit rein. Das heißt, wir rufen es an, bestellt sie Ersatzteile. Der Vertriebler lässt beim Lageristen hier hinten einen Lieferschein raus. In dem Moment, wo der Lieferschein rauskommt, fahrt auch schon das entsprechende Tabellar raus mit den Ersatzteilen, die wir brauchen, entnehmen. Wir haben da eine Kapazität von 130 Europaletten und 70.000 Kilo, also 70 Tonnen passen da rein. Um das zu verdeutlichen, alles, was in der rechten Regalreihe drinnen ist, passt locker auch in dieses Regal mit dem großen Vorteil, ich muss nicht mehr hochklettern mit der Rotter oder mit dem Schaufler die Paletten in Schmutz nehmen, sondern der Mitarbeiter hat immer auf einer ergonomischen Höhe. Da kommt der Kunde meistens nicht zu uns oder die Maschine zu uns, weil einfach der Transport von der Maschine viel zu aufwendig und teuer war. Somit kommt die Maschine oder der Servicetechniker zur Maschine und hier drinnen findet nur Endmontage, Endabnahme, Umbau und dergleichen statt. Wir sind da trotzdem, Tobias und ich, wie wir es euch erzählt haben, wir kommen aus der Industrie, wir setzen auch da Industriestandard, also alles offen, Werkstatteinrichtung, wir haben eben einen Schweißtisch hinten, wir haben heuer eine Bundesanlage uns gekauft zum Schweißen, also da hat der Schweißer praktisch kostet 11.000 Euro, also da kann man schon richtig Geld ausgeben, mit Absaugung drinnen, Werkstatt rein, Schlauchpresse drinnen. Das ist da, wir haben hier das Hochgabeln, also er kann auch wo die Reifen sind, problemlos aufladen, weil er die Gabel nach vorne schiebt. Bis 6 Meter Hubhöhe und 900 Kilo, knapp eine Tonne Hubkraft der Kran. Und gibt noch eine Nummer größer. Der hat dann 7,80 Meter Hubhöhe und 2 Tonnen Hubkraft. Das sind dann entweder Lagermaschinen oder dann Messemaschinen. Ne? Weil das ist dann auch schon wieder so bei der Vielzahl, wenn der jetzt fertig gemacht worden ist für Messe und jetzt kommt der Messe-LKW, ja welchen den muss ich jetzt verladen, dann weiß er sofort, der braucht nicht auf eine grüne Nummer schauen, sondern er schaut dann auf eine blaue Nummer und dann weiß er sofort, okay, der ist für Messe oder beziehungsweise eine Lagermaschine. Ja, zu unserer Plantage. Ihr seht da die verschiedenen Sorten, das ist die da, wie ich euch gesagt habe, die wo so schön bliert, die wo aber da unten wahrscheinlich in den nächsten Jahren verschwinden wird. Man sieht da in der untersten Fläche schon ganz viele Ausfälle, die wo wahrscheinlich auch nicht mehr kommt, weil es einfach vertrocknet ist alles. Ja, wenn ihr euch jetzt das Miscanthus anschaut, hinten wo Schatten ist, sieht man ganz klar, wo die Polonia Schatten schmeißt, da sind sie hoch. Ne? Wenn ihr da hier vorne her schaut, komplett verdorrt, zusammenbrennt. Normalerweise hätten die jetzt eine Höhe von so gute 2,50 Meter schon. Ne? Aber es ist einfach, ihr seht es ja, Mais beim AFAG, er rollt sich ein, er wächst nicht. Es ist einfach 3 Monate ohne nennenswerten Niederschlag. Ja, ohne Wasser. Wenn selbst einmal die Weiden keinen Laubbesatz mehr groß dran haben und sich zusammenrollen, ja, was willst du da noch erwarten? Wie gesagt, ganz unten Sida, dann Miscanthus als Gras, Paulownia, da sehen wir jetzt das, die wo neu austreiben, also die Stängel da, die sind einfach ausgiert, aber ihr seht, das ist alles der Zuwachs von heuer, der wo von unten aus neu austrieben hat. Ne? Obwohl es so trocken ist, die Paulownia backt es. Ne? Also die hat jetzt trotzdem ja schon fast 2 Meter geschoben. Ne? Also 2 Meter gewachsen ohne Wasser. Ja, macht das, pflanzt da mal eine Fichte oder du gehst hier hin. Ja. Schauen wir mal rein. Jetzt habt ihr mal einen Baum, der wo auf 3 Jahre so einen Stamm schafft. Gibt's das nicht. Wie gesagt, in der Höhe hätten wir noch viel mehr, aber das ist halt einfach der Trockenheit auch ein bisschen geschuldet. Ja. Und das Ganze aus einer so ein Stecker. Ja. Das ist jetzt eigentlich, also ich setze auf einen 3- bis 5-jährigen Umtrieb. Nächstes Jahr zur Hausmesse werden wir da auf alle Fälle Erntevorführung hier oben machen. Das ist jetzt so Zieldurchmesser, wo wir sagen, da wollen wir hin auf 3 bis 5 Jahre. Ja. Pflanzungen macht.
Ihr seht es da hier vorne, die Robinie. Wenn ihr die hintere anschaut, dreimal so dick und dreimal so hoch. Ne? Wo wir es gepflanzt haben, ich habe da extra mit den Spezialisten gesprochen gehabt, die das Pflanz gut geliefert haben, haben gesagt, da oben Robinie überhaupt kein Problem. Was wir nicht bedacht haben, ihr seht es, die Sonne wandert um. Und im Winter ist die Sonne ja schon hinter die Bäume. Das heißt, die am vorderen haben schon Schatten. Und das reicht schon, dass die um so viel weniger wachsen. Also das ist jetzt da hier vorne nur das Licht. Ne? Von hinten, Osten, da geht die Sonne auf, geht da rüber, volle Sonne. Speziell in die Wintermonate halt wichtig. Und wenn es dann da hinten verschwindet, ja, dann haben wir das Ergebnis, was man da hat. Ne? So, man hört es jetzt, jetzt ist wahrscheinlich auch ein bisschen lauter geworden. Wir haben jetzt auch geteilt in kleine Gruppe hier im Wald, haben sie 1,5 Kilometer lange Strecke aufgebaut und da darf man jetzt die Maschine, die sie quasi im Portfolio haben, testen von Hacker bis, jetzt waren wir gerade hier bei der Aschsäge. Da oben steht schon der erste Rückewagen, Bulldog. Ich würde sagen, auf geht's hinterher. Ja, jetzt ist auch Premiere für mich, denn ich habe ja schon der eine oder andere Ekus gefilmt auf unsere Videos. Habt ihr bestimmt gesehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mal das ganz aktuelle Modell vom 175er aus selber zu fahren. Ich muss schauen, wie wir hier reinkommen. So, wir sind jetzt hier bei der Rückewege angekommen. Da haben wir auch ein Jetstil davor, ein 1000er MB-Trag in Rhein und Eichinger grüner Farboptik, macht auch was her. Dahinter ist ein 12-Tonner Rückewege in Pro, also vom Rahmen her, genauso wie wir nicht daheim auch haben. Krane drauf ist auch ein 150er, allerdings der HP, das heißt, der hat innenliegende Schlauchführung. Und von der Steuerung haben wir da jetzt eine elektrohydraulische Steuerung. Ich habe daheim ja komplett mechanische Steuerung. Darf jetzt auch mal jeder testen und ausprobieren. So, ich war jetzt mutig genug, hier in den Schlepper reinzusitzen, denn wie wir von außen gesehen haben, hängt hier eine 8-Tonne Tigerseilwinde hinten dran. Das Besondere an der, die hat eine proportionale Bremse und wir ziehen oder wir lassen. Ich lasse mich jetzt hier mal rückwärts hochziehen und soll keine Angst haben. Ja, ich denke auf dem Video, das ist schon krass. Warte mal. So, ich weiß nicht, ob man es jetzt da sieht, wenn man da ein wenig rausfilmt oder andere. Also es ist ganz schön steil, ich bin auch angeschnallt, denn sonst würde ich jetzt zum Sitz runterrutschen und wie man eben sieht, kann man mit dieser Proportionalbremse ganz gemütlich den Schlepper hier aber da runterlaufen lassen. Das Besondere an der
An der Winde ist neben der 800 Zugkraft eben, dass sie scheinbar kein Schneckelgetriebe hat, sondern ein Tellerradgetriebe. So, jetzt geht es nochmal rückwärts hoch. Schon verrückt tatsächlich. So, auf Rostraube dürfen wir ausprobieren. Kurze Einweisung in die Steuerung. Ich bin sehr an der Porsche Live schon mal gefahren, aber hier im Wald macht es natürlich noch ein bisschen mehr Spaß. Der hat jetzt eine Elektropumpe, wir können aber auch mit Hydraulikpumpe ausstatten. Das ist jetzt klassisch für Bewässerung gedacht. Wir bringen jetzt dann noch für die Feuerwehr einen Aufbau mit einem kleineren Tank und mit einer Hochdrucklöschanlage drauf. Okay. Vorteil ist einfach, ich kann zwischen die Pflanzenreihen durchfahren, Meter 20 Außenbreite nur. Ich kann mit 450 Liter Wasser doch einiges bewässern. Ich kann eigentlich in fast jedes Gelände reinfahren, mache keinen Bodendruck. Und bei der Feuerwehr beim Löschen mit 1,20 Meter Außenbreite, wenn ich einen Waldbrand habe, ich brauche nicht kilometerweise Schläuche ziehen, sondern kann dann entsprechend gleich. Schön wie sie. Ja. So, jetzt sind wir hier bei der Feldgreifer, die dürfen wir ausprobieren. Hier ist jetzt einer drauf, der schafft bis 25 cm Durchmesser, ist hier jetzt an einem kleinen Bagger dran und wie gesagt, dürfen wir jetzt auch mal selber ausprobieren. Habe ich nämlich tatsächlich auch noch nie gemacht, deswegen freue ich mich. Schaue jetzt einmal zu, wie es die andere mache hier und dann traue ich mich natürlich auch dran. Also es wird jetzt erstmal wieder ein Stämmle oder ein Asch genommen und der wird dann quasi hier in der Bode jetzt reingesteckt. So, wir kennen ihn ja schon von der Forst Live, beziehungsweise jetzt steht er gerade noch im Hintergrund. Vorne haben wir das Frontpolderschild, dann dahinter steht das schöne Silber 24 Vario und hinter dran hängt das Flaggschiff von der Rückewerke, die hier angeboten wäre, nämlich der 18 Tonne Rückewerke mit dem 10 Meter Kran und die Jungs da vorne kriegen jetzt eine Einweisung und jawohl, alle Lichter funktionieren. Dann dürfen wir auch den hier nochmal ausprobieren. Wie gesagt, ich habe ihn auf der Forst Live ja schon mal ausprobieren dürfen. Da hing er an unserem 511er und es ist schon phänomenal, was für eine Leistung die Zapfwellepumpe von einem Rückewagen braucht. Da hat es unser 511er, wenn man wirklich die kleine Zapfwelle reingemacht hat und Vollgas gegeben hat, schon ordentlich hergenommen. Gut, das wird mir hier im 720 jetzt nicht so sein, der hat natürlich deutlich mehr Leistung und da freue ich mich jetzt drauf, den hier, den Rückewagen nochmal auszuprobieren. Ja, wenn ich mich recht daran erinnere, dann meine ich, hat der 1,80 Meter große Zank vorne dran. Unser 14-Tonner, der hat nur eine 1,30 Meter Zank, also das hier ist schon ganz schöner Oschi. Und dann 10 Meter Kran ist halt auch eine Wucht für sich.
Ja, wir sind jetzt hier auch bei der Mulcher angekommen, also ferngesteuerte Mulcher, so kleine Raube. Da vorne haben wir Balgemäher dran und da drüben ist dann eben klassischer Mulcher, wie man sie kennt. Die dürfen wir jetzt auch ausprobieren. Ist im Prinzip wie die Forstraube, die wir vorhin schon gefahren sind, nur mit einem anderen Anbau vorne drauf. Ich erkläre es mal ganz kurz. Also wir haben ja ganz einfach vorne Balgemäher hoch und runter. Dann haben wir zurück, nach vorne und links und rechts. Ich lasse das alles drin, habe ich ja schon mal gesagt. So, jetzt sind wir hier beim Highlight von mir, Hacker. Das gehört auch zum Mietpark von Reil und Eichinger. Da hängt jetzt der Waldrad T235 und Markus Eichinger hat gesagt, dass der leistungsmäßig besser vom Hacker darstellt wie das 724 von Fendt. Also Waldrad hat da an der Zapfwelle scheinbar ein bisschen mehr Leistung als der Fendt. Hinten dran hängt der Heizomat Hacker und der ist ausgestattet auch mit dem BMF-Kran, das ist der 840er. Denn BMF und Heizomat bzw. Reil und Eichinger, die haben da eine Partnerschaft, dass jetzt quasi die Heizomat-Hacker auch mit einem BMF-Kran ausgestattet wäre. Ja, wie man rechts sieht, Brandnerkibbern noch nicht mal halb voll, das heißt, wir können jetzt noch ein bisschen was durchlassen. Jeder von uns darf auch nochmal und da freue ich mich jetzt drauf. Ja, eben dahinter haben wir den großen Waldrachsee und hier vorne gibt es auch einen kleinen Hacker von Heizomat. Da hängt jetzt ein 90 PS Schlepper dran. Die haben jetzt auch gerade gesagt, das kann man auch mit einem 80 PS Schlepper betreiben. Muss man allerdings von Hand bestücken oder halt mal besorgt sich noch einen Kran dazu. Ja, wir sind jetzt bei der für uns letzten Station angekommen, bei der Kegelspalter. Den einen hier haben wir am Radlader dran und hinten dran, wie wir gerade gesehen haben, am Bagger. Dürfen wir jetzt auch mal noch ausprobieren und das ein wenig austoben. Jawohl. Ist ja bei uns tatsächlich auch so ein wenig ein Problem, denn wir haben auch immer mal wieder Brennholz, das so durchmesserstark ist, dass es nicht in das Sägespaltautomat reingeht. Wäre so ein Kegelspalter sicherlich eine Option, um es dann vorzuspalten und auch eben durch den Automat zu lassen. Wir gehen ja hin und tun uns mit dem Grovi vorspalten und dann von Hand fertig machen.
jetzt natürlich einer erwischt, was ziemlich arschig ist. Schauen wir mal, ob der durchgeht. Sonst ist der Vorführeffekt, dass es jetzt von der Kraft her. Na gut, der Kollege kennt sich aus. Er lässt ihn einfach wieder rückwärts laufen. Fertig für heute. Tatsächlich war es für uns jetzt doch ein langer, aber sehr interessanter Tag. Ich hoffe, ihr habt einiges sehen können und mitnehmen können, was wir heute erleben durfte. Also wir durften wirklich so gut wie alle Maschinen, die sie im Portfolio haben, ausprobieren. Es hat richtig Spaß gemacht, von der kleinen funkgesteuerten Raube über der Ecos, den ich ja schon ein paar Mal gefilmt habe, bis hin jetzt hier zum Hacker. Das war auch so ein Highlight für mich. Ich habe richtig viel Spaß gehabt hier heute und ihr dürft gespannt sein, was es in Zukunft noch weiteres gibt von mir, also von unserem Kanal mit der Firma Rein & Eichinger. Und wir haben vielleicht, wenn es klappt, auch nächste Woche nochmal ein zweites Highlight von heute hier, denn das Testcenter, das da drin ist, möchte ich euch, wenn es klappt, nächste Woche mein zweites Video auch nochmal vorstellen. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben macht zu dem Video hier, wenn ihr unseren Kanal natürlich noch nicht abonniert habt, das unbedingt machen, dass ihr keine neuen Videos verpasst. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Ciao.